Deswegen, Klimakrise abwenden ist Handarbeit. Wir haben wieder jetzt mal eine spannende Organisation, die man sich ansehen kann. Und die ist wirklich super. Live aus Frankfurt. Shoutout an das Koala-Kollektiv. Super geil, hat eins der geilsten Brands überhaupt so, ne? Das Logo ist der Killer. Und wer in Frankfurt Wo kann ich unterwegs ist oder unterschreiben? ja, das sofort, ey, ohne Scheiß, ist eine ganz tolle, spannende Truppe. Die veranstalten auch mit dem Club Voltaire in Frankfurt regelmäßig die Klimakneipe. Die wird auch teilweise übertragen. Die sind da sehr geil hinterher mit ziemlich coolen Aktionen. Zwei habe ich hier mal so als Foto mitgenommen. Einerseits dieses große Greenwashing-Aktion bei der Hauptversammlung, glaube ich, der Deutschen Bank war das. Das ist dann eben sehr aufmerksam stark gewesen. Und hat auch die richtigen Punkte adressiert, auch die richtigen Akteure adressiert. Und das machen die wirklich ziemlich cool. Und genauso wie dieses, naja, also das, was kannst du machen, wenn du schon irgendwie alle Glasscheiben vor irgendwelchen Bildern mit Kartoffelbrei beworfen hast? Ja, dann machst du halt eben eins der ikonischsten Bilder halt irgendwie mal aufzuwerten. Und das wäre hier Neuschwanstein, wo dann eben diese Botschaft in Richtung COP27 da war. Wirklich eine sehr, 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 sehr geiles Ding. Sehr gut. Ja, also das Also lohnt. Koala-Kollektiv Frankfurt, guckt es euch mal an. Ja, das ist auch eben etwas, wenn man sagt, okay, was kann man denn machen und so weiter, auch für Inspiration ganz interessant.